Willkommen im südlichen Afrika, der Heimat zahlreicher Wildtiere. Häufig brauchen sie die Hilfe des Menschen, vor allem ihre Jungen. Sie werden von den Tierrettungszentren aufgenommen und artgerecht aufgezogen, bis sie stark genug sind und zurück in die Wildnis können. In dieser Folge: Elefanten sind in ihren ersten 3 Lebensjahren auf ihre Mütter angewiesen. Wie können verwaiste Kälber in der Wildnis überleben? Auch diese Schimpansenbabys in Kamerun sind in Gefahr. Werden sie den Verlust ihrer Mutter überstehen? Und ein erst 2 Wochen altes Gnu hat Ohrenprobleme. Wir sind zunächst in Sambia. Die Lilai-Elefantenaufzuchtstation befindet sich in einem Reservat in der Nähe von Lusaka. Hier verbringen verwaiste Elefantenkälber ihre ersten 3 Lebensjahre. Ein Pflegerteam kümmert sich rund um die Uhr um sie. Momentan befinden sich 3 Kälber in der Station. Ich bin Oliver Munyama. Wir sind hier mitten in der Elefantenaufzuchtstation, in der wir uns um verwaiste Kälber kümmern. Gerade ist Schichtwechsel. Wir haben eine Tages- und eine Nachtschicht. Die 3 Baby-Elefanten dürfen nie aus den Augen gelassen werden. Die Station benötigt also deutlich mehr Pflege als andere, um für die Sicherheit der Tiere garantieren zu können. Es ist wichtig, dass wir sie sehr sorgsam behandeln und beschützen. Wenn wir das jetzt nicht tun, gibt es in Sambia vielleicht bald keine Elefanten mehr. Die Tiere sind in Sambia vom Aussterben bedroht. Deswegen müssen die Pfleger vollen Einsatz zeigen. Auch wenn das bedeutet, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Gab es heute irgendwelche Zwischenfälle? Habt ihr was Seltsames bemerkt? Wir haben nichts bemerkt. Nein? Kommunikation ist das A und O. Alles, was innerhalb des Reservats geschieht oder auffällt, muss von einem Team an das nächste weitergegeben werden. Es ist erschreckend. Jedes Jahr verlieren wir 35.000 bis 40.000 Elefanten. In der Wildnis Sambias gibt es momentan nur noch 360.000 Exemplare. Wenn es so weitergeht, sind sie in 10 Jahren ausgestorben. Schuld ist der weltweite Elfenbeinhandel. Die Pfleger sehen es als ihre Pflicht an, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wir wurden dazu auserwählt, uns um die Kälber zu kümmern, da sie für den Erhalt ihrer Art sorgen werden. Diese Männer spielen eine zentrale Rolle im Leben der Babyelefanten. Sie ersetzen die leiblichen Eltern, die getötet wurden, und sie müssen die Kälber vor jeglicher Gefahr beschützen. Elefantenkühe ernähren ihre Kinder 3 Jahre lang und bekommen erst nach 5 Jahren wieder Nachwuchs. Derartig lange Abstände sind in der Tierwelt ungewöhnlich. Deshalb genießt hier jedes Elefantenbaby eine Spezialbehandlung, bis es 3 Jahre alt ist. Ohne Elefanten ist Afrika nicht Afrika. Dieser Kontinent ist die Heimat der großen 5, nicht der großen 4. Und wir setzen uns dafür ein, dass das auch so bleibt. Diese Art der Fürsorge ist ein absoluter Fulltime-Job. Wir sind dafür verantwortlich, ihnen die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Sie werden langsam lebhafter. Sie sollen sich in Ruhe austoben. Ich bin in der Nähe, wenn ihr was braucht. Schönen Abend. Oliver macht sich Sorgen. Warum fressen die Kälber nicht richtig? Der Mefu-Primatenpark liegt in Westafrika, ganz in der Nähe von Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns. Er befindet sich inmitten eines tropischen Regenwaldes, dem natürlichen Umfeld von Schimpansen. Auch diese Spezies ist vom Aussterben bedroht. Diese 4 Jungtiere werden von Pflegerinnen zum Spielen in den Regenwald gebracht, damit sie sich an diese Umgebung gewöhnen.
Wenn man mit Schimpansen arbeitet, übernimmt man eine sehr große Verantwortung. Ich bin selbst als Waisenkind aufgewachsen. Daher bereitet es mir große Freude, mich um sie kümmern zu können. Ich opfere gern meine Zeit für sie und bin rund um die Uhr für sie da. Für mich sind sie so etwas wie Geschwister. Sie haben offenbar viel Spaß mit den Kleinen, aber es ist auch harte Arbeit. Denn Schimpansenbabys bleiben für gewöhnlich bis zu 7 Jahre bei ihrer Mutter. Die Jungtiere sind aufgeregt, da es Zeit für das nächste Fläschchen ist. In ihren ersten Lebensjahren müssen sie jeden Tag regelmäßig mit Milch versorgt werden. Jedes Baby bekommt eine individuell an seinen Nahrungsbedarf angepasste Portion. Neben Milch stehen aber auch Früchte auf dem Speiseplan. Es wird nicht lange dauern, bis sie etwas unabhängiger werden. Die Milchzufuhr ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. In der Wildnis würden sie natürlich von ihrer Mutter gestillt werden, und zwar bis sie etwa 5 Jahre alt sind. Die letzten Tropfen sind heiß begehrt. Leider können diese Jungtiere nicht in der freien Natur aufwachsen. Sie sind darauf angewiesen, dass wir sie mit dieser lebenswichtigen Milch versorgen. So können sie ein Immunsystem aufbauen und stark werden. Jedes dieser Waisenkinder hat etwas Schreckliches erlebt und ist traumatisiert in diesem Park angekommen. Die Pflegekräfte müssen sich ihr Vertrauen hart erarbeiten. Aber mit der Zeit entwickeln die Kleinen wieder einen Lebenswillen und hier haben sie auch Artgenossen um sich. Dieser junge Schimpanse möchte scheinbar nicht essen. Fehlt ihm etwas? Vielleicht will er einfach nur lieber spielen. Es ist wirklich sehr anstrengend, sich um sie zu kümmern, aber natürlich auch sehr interessant. Wenn man sich für diese Arbeit entscheidet, muss man sehr viel Geduld mitbringen. Dieses Junge geht auf Forschungsreise. Der Regenwald dient gleichzeitig als Spielplatz und Schule. Wir bringen sie jeden Tag hierher, damit sie sich an die Umgebung anpassen. Sie müssen lernen, wie sie klettern und in ihrem natürlichen Umfeld überleben können. Nur dann können wir sie irgendwann beruhigt auswildern. Sie lernen nach dem Trial-and-Error-Prinzip. An Neugier mangelt es ihnen sicher nicht. Klettertechnik und Koordination müssen mühsam erarbeitet werden. Also wird ein Versuch nach dem anderen durchgeführt. Manche bringen uns zum Schmunzeln, andere eher zum Schlucken. Zurück in der Lilaji-Elefantenaufzuchtstation in Sambia. Die 3 Baby-Elefanten und ihre Pfleger sind bereit für den täglichen Spaziergang. Dieser soll dazu beitragen, dass sie gesund bleiben. Wir drehen jeden Tag eine große Runde mit ihnen, da sie sonst mit der Zeit zu viel Gewicht zulegen würden. Elefanten fressen extrem viel, also lassen wir sie für gewöhnlich pro Spaziergang mindestens 1,5 Kilometer laufen. Die Pfleger ersetzen dabei die Herde, die sich in freier Natur um das Wohl der Jungtiere kümmern würde. Es ist sehr wichtig, dass die pflanzenfressenden Dickhäuter ihre natürliche Nahrung aufnehmen können. Wir lassen sie immer in der Wildnis fressen, damit sie sich ganz natürlich verhalten. Statt in der Station zu fressen, sollen sie lieber hier draußen zuschlagen. Die Pfleger sorgen dafür, dass die Jungtiere die richtige Nahrung finden und zu sich nehmen. Wir geben diesen wunderbaren Tieren sehr viel Liebe. Jeder von uns wurde darin ausgebildet, ihnen die bestmögliche Fürsorge zukommen zu lassen, damit diese Elefantenjungen gut auf die Wildnis vorbereitet sind. Die 3 Jungtiere genießen die Zeit in der freien Natur und testen verschiedene Pflanzen und Baumrinden.
Ich kümmere mich seit 8 Jahren um Elefantenbabys und lerne täglich dazu. Ich bin gespannt, was aus ihnen wird. Doch die Pflege der Elefanten geht weit darüber hinaus. Man muss sicherstellen, dass sie während der Entwicklungsphase gesund bleiben. 2 Liter Milch pro Tag. In der Wildnis würden sie ohne Milch nicht überleben. Zurück zu den Schimpansenbabys in Westafrika. Die meisten von ihnen landen im Mefu-Primatenpark, weil ihre Eltern gewildert wurden. Andere sollten als Haustiere verkauft werden und wurden konfisziert. Mittlerweile gibt es in ganz Kamerun in der freien Natur keinen sicheren Ort mehr für Schimpansen. Aber die Pfleger hoffen, dass sich das eines Tages wieder ändern wird. Sie sind hier bei uns, weil wir ein großes Problem mit Wilderern haben. In den meisten Fällen wurden die Eltern wegen ihres Fleisches getötet. Die Schimpansen machen gute Fortschritte. Aber wenn die Waisen hier im Park ankommen, sind sie für gewöhnlich völlig verschlossen und vermeiden jeglichen Kontakt mit Menschen. Es ist der Beharrlichkeit der Ersatzmütter zu verdanken, dass sie letztlich ihren Lebenswillen wiederfinden. Dieses Schutzgebiet ist sehr bekannt und die Leute wissen, dass wir uns hier um Schimpansen kümmern. Wenn sie also Waisen finden, bringen sie diese zu uns. Der Job erfordert viel Geduld und Hingabe. Aber er ist die Mühe wert, da man miterleben kann, wie diese jungen Schimpansen immer selbstbewusster und neugieriger werden. Es ist eine große Herausforderung, aber man bekommt Routine. Das vereinfacht die Arbeit sehr. Totale Hingabe und Engagement sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Aufzucht. Die Fellpflege ist sehr wichtig, da man so eine enge Bindung zu ihnen aufbauen kann und sie Vertrauen fassen. Wenn sie später in ihrer Gruppe leben, werden sie sich gegenseitig pflegen und Beziehungen zueinander aufbauen. Mütter nutzen die Fellpflege, um ihre Jungen zu beruhigen. Aber sie sorgt auch dafür, dass die Haut und das Fell des Tieres in einem guten Zustand bleiben. Dieser Racker lässt sich scheinbar gern kitzeln. Jeder Schimpanse entwickelt individuelle Laute, die der Wiedererkennung dienen, ähnlich der Stimme eines Menschen. Begrüßen einen weiteren menschlichen Freund, Lawrence Taylor. Sie erkennen ihn sofort. Noch ahnen sie nicht, dass er sich um sie kümmern wird, sobald sie das Jugendalter erreicht haben. Hier findet jeder Schimpanse seinen Platz, auch diejenigen, die sich nicht normal entwickeln konnten. Er hatte als Baby Meningitis und leidet seither unter Epilepsie. Also hat er immer wieder Krampfanfälle. Trotz dieser Umstände ist er in der Hierarchie seiner Gruppe ganz oben. Wir reisen Richtung Süden zum Kwakkaslakte-Wildtierzentrum in Südafrika. Es wurde erst vor kurzem eröffnet. Die Gründer hatten schon lange den Wunsch, sich um Wildtiere in Not kümmern zu können. Momentan richtet sich ihre Aufmerksamkeit auf eine Gruppe Gnus, die von benachbarten Farmen hierher kamen. Amy Mills und ihr Freund Henri Liebenberg sind immer für die Jungtiere da. Wir ziehen hier im Kwakkaslakte-Wildtierzentrum Jungtiere auf und wildern sie anschließend aus. Die jungen Gnus, die hier aufwachsen, haben ihre Mütter verloren. Wir ziehen sie per Hand auf. Sie sind auf menschliche Hilfe angewiesen und auf eine ungewöhnliche Ersatzmutter. Wir haben ein junges Schaf, das sich mit ihnen angefreundet hat. Also haben wir es zu ihnen ins Gehege umgesiedelt, wo es ihnen nun Gesellschaft leistet. Es ist schön, dass es sich mit den Gnus so gut versteht. Vor allem, weil unser zweites Schaf verstorben ist. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine Spezies einer anderen hilft. Er spielt mit ihnen, zeigt ihnen, wo sie schlafen sollen und ruft sie, wenn sie ihm folgen sollen. Es ist so eine Art Rudelführer.
In der Wildnis werden Gnu-Babys 4 bis 6 Monate lang von ihrer Mutter genährt. Amy und ihr Freund müssen Milchflaschen vorbereiten. Jedes Tier bekommt eine bestimmte Menge an Milch. Für gewöhnlich 10% ihres Körpergewichts. Ein Kalb, das 10 Kilo wiegt, trinkt also über den Tag verteilt 1 Liter Milch. Wir wiegen sie, sobald sie bei uns sind. Und mit der Zeit passen wir die Menge natürlich immer wieder an. Amy benutzt dafür Kuhmilch, die sie mit einem Probiotikum vermengt, das die Verdauung anregen soll. So ähnlich wäre die Milch zusammengesetzt, die sie von ihrer Mutter bekommen würden. Die jungen Gnus fressen außerdem 2 Wochen nach ihrer Geburt bereits Gras. Auf die Flaschen kommen lange Sauger, die sich perfekt für ihre Münder und langen Zungen eignen. So nehmen sie diese Ersatzzitzen schneller an. Es ist Zeit fürs Essen. Ich habe mich schon als Kind um Wildtierbabys gekümmert. Am Anfang waren es kleine Vögel, aber mit der Zeit wurden es immer größere Tiere. Hier sind ein paar unserer Jungtiere. Gerade noch rechtzeitig. Die Kälber sind schon ganz hungrig. Vier Kälber gleichzeitig zu füttern, ist keine einfache Aufgabe. Jedes will als erstes an seine Flasche. Wir haben momentan 3 Gnus bei uns. 2 gestreifte und 1 goldenes. Das goldene und das gestreifte Weibchen kommen von derselben Farm. Das gestreifte Männchen von einer anderen. Sie sind gesund, aber die Fliegen sind hier eine echte Bedrohung. Manchmal graben sie sich regelrecht in die Ohren der Tiere und sorgen für Infektionen. Unsere Ferse Clara ist knapp 4 Wochen alt. Sie hat Hämatome am Ohr, also dicke Blutklümpchen. Das kommt daher, dass sie sich ständig geschüttelt hat, um die Fliegen loszuwerden, woraufhin eine Vene geplatzt ist. Das Blut hat sich verklumpt und eine Art Hornhaut um das Ohr gebildet. Wir nennen das ein Blumenkohlohr. Sie wird damit leben müssen, dass ihre Ohren nicht normal aussehen. Aber das stellt in der Wildnis kein Problem dar. Nach der Mahlzeit wird es Zeit für etwas Spaß mit den Freunden. Das haben alle Jungtiere gemein. Sich in der Herde aufzuhalten, ist äußerst wichtig für ihre Entwicklung, da sie so Beziehungen zu den anderen Tieren aufbauen. Abends schalten wir überall in den Gehegen Rotlicht ein. Das soll sie warm halten. Das Wildtierzentrum verfügt über genug Platz, um den Tieren die optimale Pflege zukommen zu lassen. Sie schlafen alle unter Rotlicht. So haben sie es schön gemütlich. In der freien Natur erreichen viele Gnu-Kälber nicht das Erwachsenenalter. Dank der harten Arbeit in diesem Zentrum können die Jungtiere schon bald mit einer Herde in der Wildnis zusammengeführt werden. In der Lilaji-Elefantenaufzuchtstation machen 3 Elefantenbabys gerade ihren täglichen Spaziergang. Das letzte Fläschchen gab es vor 3 Stunden, also wird es Zeit für das nächste. Gute Neuigkeiten. Die Elefantenkälber bekommen aufgelöstes Milchpulver mit Hafer, Kokosnuss und zusätzlichen Vitaminen und Mineralien. Sie bekommen im Schnitt alle 3 Stunden etwas zu essen. Insgesamt 2 Liter Milch. Die ist sehr wichtig für sie. In der Wildnis würden sie ohne Milch nicht überleben. Es ist nicht einfach, Elefantenbabys zum Trinken zu bringen. Die Pfleger müssen es also immer wieder geduldig versuchen, bis das Junge die Flasche annimmt. Jeder von uns Pflegern kümmert sich um jeden Elefanten, damit sie sich an uns alle gewöhnen. Es wäre ungünstig, wenn das nur ein Pfleger allein übernehmen würde. Wenn er krank wäre, müsste das Kalb darunter leiden. Deshalb wechseln wir uns immer wieder ab. In der Wildnis leben sie in einem engen Familienverbund aus miteinander verwandten Weibchen, Müttern, Großmüttern, Tanten, Schwestern und Töchtern. Ein Kalb wird von der gesamten Herde aufgezogen. Ich bin gleichzeitig Mutter und Vater für sie, also achten sie genau auf mich. Besonders wichtig ist aber natürlich die Rolle der Ersatzmutter. Wenn sie sich streiten und ich Stopp rufe, dann lassen sie sofort voneinander ab.
Nyanji versucht zum Beispiel alles, um der Anführer dieser Herde zu werden. Er schubst die Jüngeren herum, um die Hierarchie in der Gruppe klarzustellen. Nyanji sollte sich seiner selbst aber nicht zu sicher sein. Denn sein etwas kleinerer Bruder Kakaro möchte auch ein Wörtchen mitreden. Wir sind wieder in Kamerun im Mefu Primatenpark. Hier leben zurzeit mehr als 300 Schimpansen. Die Tiere sind in verschiedenen Lagern untergebracht. Lawrence Taylor führt uns herum. In der Wildnis leben Schimpansen in Gruppen. Wenn Jungtiere erwachsen werden, müssen sie sich also in diese Gruppen integrieren. Die Hierarchien sind oft sehr komplex. Wir fahren jetzt zum sogenannten Bindungssektor, in dem gerade zwei Affengruppen leben. Jede dieser Jungtiergruppen hat ihr eigenes Alpha-Männchen. Die Größe der Gruppen wird durch die Größe des Parks bestimmt. Meistens handelt es sich um 19 bis 23 Tiere. Selbst in größeren Parks bereiten Gruppen dieser Größe deutlich mehr Probleme. Sie benötigen mehr Schlafplätze und es kommt öfter zu Streit. Lawrence muss die sozialen Dynamiken innerhalb der Gruppen immer genau im Auge behalten, um das Wohlergehen der Tiere sicherzustellen. Um von ihnen akzeptiert zu werden, besticht er sie mit Zuckerrohr. Das ist sowas wie unsere Kinderkrippe, also ihre erste Station, nachdem wir uns 24 Stunden am Tag um sie gekümmert haben. Hier lernen sie andere Schimpansen in ihrem Alter kennen. Und mit der Zeit kommen sie dann in die Erwachsenengruppen. Das Zuckerrohr verschafft ihm problemlos Zugang zur Gruppe. So kann er sie in Ruhe beobachten. Normalerweise werden die Gruppen nach dem dominanten Männchen benannt. Aber wenn sie noch so jung sind, gibt es viele potenzielle Alpha-Männchen. Für Temburo ist diese junge Gruppe die ideale Gesellschaft. Unter ausgewachsenen Schimpansen wäre er viel zu angreifbar. Temburo ist der einzige Schimpanse, der im Park zur Welt kam. Leider hatte er als Jungtier Meningitis. Das hat sein Knochenwachstum gehemmt. Deshalb hat er diese schiefe Haltung. Und er leidet unter Epilepsie. Also hat er immer wieder Krampfanfälle. Trotz seines Zustands hat Temburo seinen Platz in dieser Primatengemeinde gefunden. Wenn er hier ist, habe ich ihn immer im Blick und er läuft nicht Gefahr, von ausgewachsenen Männchen attackiert zu werden. Also lebt er bei den Jungtieren. Sie mögen ihn. Er ist eine Art großer Bruder für sie. Er beschützt sie und sie ihn. Jeder der Schimpansen hat seinen ganz eigenen Charakter. Hey Baba. Und manchmal treiben sie sehr gern Unfug. Ronnie ist ein richtig freches Kerlchen. Er ist sehr klein, aber schon deutlich älter, als er aussieht. Er hat es auf freiwillige Helfer abgesehen und bewirft sie gern mit Dingen. Wenn wir neue Helfer anlernen, nimmt er sie eine Woche lang erstmal richtig in die Mangel, bevor er sie als Teil der Familie akzeptiert. Die Menschen, die hier arbeiten, haben eine enge Bindung zu den Primaten aufgebaut. Das macht es aber umso schwerer, richtig abschalten zu können. In der Lilai-Elefantenaufzuchtstation sind andere Dynamiken im Gange. Manchmal fällt es einem Tier schwer aufzustehen. Aber Weibchen wie Kasewe bekommen dabei Unterstützung, damit sie ihre jüngeren Artgenossen erziehen können. Die jungen Männchen wollen sich miteinander messen, um auszufechten, wer der Anführer wird. Eines Tages wird sich das auf ihre Herde auswirken. Wenn die Elefanten 3 Jahre alt sind, bekommen sie keine Milch mehr. Sie werden dann in einer anderen Einrichtung untergebracht, im Camp Felix im Kafue-Nationalpark. Das ist der Plan. Diese Kälber werden also im Kafue-Nationalpark in Sambia eine neue Heimat finden. Sie werden sich einer Herde anschließen. Wir wollen dafür sorgen, dass sie später in der Wildnis überleben können. Aber auch, dass sie Teil einer Herde werden. Oliver möchte gern Tierarzt werden.
Je länger ich mit den Elefanten zusammenarbeite, desto mehr wächst in mir der Wunsch, mich nicht nur um sie zu kümmern. Ich will sie auch medizinisch versorgen können. Wir haben es oft mit Krankheiten zu tun. Und ich will dafür sorgen, dass es den Wildtieren Sambias gut geht. Vor allem den Elefanten. Nach der stundenlangen Nahrungssuche wird es nun Zeit, zurückzukehren. Zum Abschluss dürfen Sie sich noch auf ein erfrischendes Getränk freuen und vielleicht sogar auf ein ordentliches Schlammbad.